Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung und oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ganz wichtig. Okay, Jens, war ja wieder doch interessant gestern. Die Fed kam um die Ecke und schon bewegen sich die Märkte wieder. Was hast du heute uns mitgebracht? Ja, im Grunde genommen eigentlich genau das. Ich bin heute Morgen glücklicherweise, also wir hätten auch so eine ganze Menge zu erzählen gehabt heute mit Sicherheit. Und ich mache mir jetzt die Slide hier auf, zack. So, da sieht man jetzt erstmal eine kurze Promo für die Webseite des Buchs. Wir können sicherlich gleich mal drauf eingehen, aber der Hauptfokus, der wird tatsächlich heute mal auf der Nachbetrachtung dessen liegen, was da geschehen ist. Und ich bin infolgedessen dann heute früh rein zufällig über einen englischsprachigen Artikel gestolpert mit einigen hochspannenden Grafiken in der Tat, die ich alle mal vorbereitet habe, um das mal einzuordnen. Ich glaube nämlich, dass wir da gut dran tun dürften, meine Linie reinzubringen, was da gerade eigentlich passiert und an was für einem Scheideweg wir gerade stehen und wo jetzt dann auch sich dann relativ gut wiederum zum Beispiel zeigt, warum die G20 oder beziehungsweise der G20-Gipfel, der jetzt am kommenden Wochenende ansteht, warum der doch schon ziemlich richtungsweisend sein könnte. Denn es verdichten sich so ein bisschen die Vorzeichen, denke ich mal, jetzt in der Vorberichterstattung zumindest mal, dass sich die USA und China da nicht wirklich annähern werden. Da gab es nämlich jetzt auch eine Meldung, die gestern über den Ticker lief, neben der Tatsache, was dort dann die Fed und James Bullard kommuniziert haben, auf das wir gleich eingehen werden. Und zwar, dass nämlich diese Delegation, die aus China entsandt wird, und während ich hier schon spreche übrigens, blicken wir mal kurz hier auf den DAX. Wir können das allerdings auch schon mal vorwegnehmen. Ich würde heute bis jetzt jedenfalls sehr ungern, ehrlich gesagt, einen Trade eingehen, weil die Open Range bis dato nur 20 Punkte beträgt. Ich werde auch gleich erklären, warum das so ist. Zunächst zu der chinesischen Delegation. Also es sind einige neue Namen wohl dabei, das hat China verkünden lassen. Das, was dabei interessant ist, ist, dass da einige Hardliner bei sein sollen. Einige, die eben so nicht unbedingt darum erpicht sind, eben tatsächlich mit den USA hier einen Deal zu finden. Und das reduziert die Chancen, glaube ich, dramatisch, dass auf diesem Gespräch, was stattfinden soll zwischen Trump und Xi Jinping, auf dem G20-Gipfel, dass dieses in irgendeiner Form irgendetwas Positives hervorbringt. Der Markt kann sich bis jetzt relativ stabil eben halten, aber das kann sich zeitnah zügig dann doch schwieriger darstellen. Und wenn es sich nicht zwangsläufig in der kommenden Woche darstellt, dann gibt es diverse Faktoren, die in der Vergangenheit jedenfalls, statistische Signifikanz sicherlich nicht unbedingt gegeben, weil so oft sind wir dort nicht in solch einen Modus gelaufen, wie wir es in der Vergangenheit oder wie wir es aktuell sehen. Ja, sind zwei oder drei Mal in den letzten 40 Jahren gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn diese zwei oder drei Male aufgetreten sind, dann lässt sich zum Beispiel eine Grafik zeigen, wonach der S&P innerhalb der kommenden 2 Monate dann 15% zurückgesetzt hat. Und das setzt jetzt übrigens nur einen externen Trigger voraus. Also die Haltung der Fed spielt in diesem Zusammenhang auf jeden Fall schon eine ganz, ganz wesentliche Rolle eben. Bevor ich da jetzt gleich wieder einhake, will ich ganz kurz Folgendes machen, nämlich einmal kurz hier die Ausbildung der Open Range abwarten. Die Herangehensweise ist ja wie folgt. Wir schauen uns die Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr an. Das ist in dem Fall auf dem 5-Minuten-DAX dann. Davon ausgehend definieren wir ein Hoch, definieren wir ein Tief. Die Spanne dieser Range, das ist ein Filter, den ich einbaue. Wir könnten jetzt der Action willen einfach sagen, wir setzen einen Trade ab, aber ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, dann nur des Action-Willens auf so einem Event einfach einen Trade abzusetzen. Es ist nämlich so, dass ich gerne eine Handelsspanne von einer Mindestbreite von 0,2% des Indexstands sehen möchte. Das impliziert also, dass wir bei einem Indexstand hier von aktuell 12.200 Punkten
dass wir dann eben sagen, wir brauchen eine Range von mindestens 24, 25 Punkten Breite. Und ich hatte es gerade eben hier schon gezeigt, das Tief dieser Handelsspanne zwischen 8 und 9,05 Uhr, das liegt bei 11.900 und, Entschuldigung, 12.195 Punkten. Und das Hoch, das jetzt hier ausgezeichnet wurde, liegt bei 12.215 aufgerundet. Das sind 20 Punkte. Das liegt somit unterhalb dieser 24, 25 Punkte. Und infolgedessen ist diese Range also kleiner als eigentlich benötigt, weswegen ich gerne von einem Trade absehen würde. Würden wir jetzt eine Range breit genug sehen, wäre die Herangehensweise so wie auch die letzten Male schon bereits. Da würden wir nämlich diese blaufarbene Linie hier, das ist der EMA 50, auf 5-Minuten-Basis als Trendfilter nutzen und sagen, sobald wir drüber handeln, also die letzte 5-Minuten-Kerze oberhalb geschlossen hat, traden wir den Ausbruch auf der Oberseite, beziehungsweise das wäre jetzt aktuell der Fall. Oder wenn wir drunter handeln würden, traden wir eben einen Ausbruch dann aus dieser Range auf der Unterseite. Und würden mit einem CRV von 2 zu 1 arbeiten, also sprich etwas anders formuliert. Wenn wir jetzt 25 Punkte Range zum Beispiel haben, dann ist das Risiko 25 Punkte und wir arbeiten dann mit einem vorgefertigten Gewinnmitnahmeziel, Take-Profit-Level auf der oberen Seite, in dem Fall dann von 2 mal 25 gleich 50 Punkten. Oder bei dem Short-Trade eben 2 mal 50, 2 mal 25, also 50 Punkte auf der Unterseite. Ja, das ist eine der Strategien, die ich übrigens dann auch in dem Buch thematisiert habe, wo man dann auch zum Beispiel nicht nur die Parameter findet, sondern wo man eben zum Beispiel auch den Backtest eben findet und wie man ausgehend davon eben verstehen kann, wie so ein Aufbau einer profitablen Handelsstrategie, wie das ausschauen kann. Das Interessante bei dieser Herangehensweise ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu adaptieren und zwar nicht nur für den DAX und auf verschiedene Range-Breiten. Also zum Beispiel ist es so, dass es einige gibt, die sagen, 8 bis 9.05 Uhr ist zwar eine interessante Spanne, aber ich habe für mich festgestellt, dass das Zeitfenster beispielsweise von 8 bis 9 besser funktioniert oder 7.55 Uhr bis 8.55 Uhr, was auch immer. Das ist dann auf jeden Fall adaptierbar, abhängig von den persönlichen Präferenzen. Und es ist nicht nur gebunden an den DAX, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also wir könnten dieses Event zum Beispiel jetzt auch nachmittags um 15:30 Uhr halten, rund zur US-Eröffnung. Da gibt es eine Herangehensweise, die dann allerdings eine Anpassung der Zeitebene eben nach sich zieht. Da reden wir nicht mehr von 5-Minuten-Zeitebene, sondern von einer 15-Minuten-Zeitebene, die wir uns im S&P anschauen, von den ersten 45 Minuten ab 15:30 Uhr, also zwischen 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr. 15. Da schauen wir uns dann an, das Hoch und das Tief, haben dann einen anderen EMA, in dem Fall ist es der EMA 10 im S&P und traden dann aber den Ausbruch aus der Range, genau wie gerade geschildert. Also handeln wir drüber, Ausbrüche auf der Oberseite, handeln wir drunter, Ausbrüche auf der Unterseite. Interessanterweise kommt da dann auch noch zum Tragen, dass wir keine vorgefertigten Gewinnmitnahmeziele haben. Also sprich, wir haben zwar ein klar definiertes Risiko mit einem Stop, nichtsdestotrotz, also ober- oder unterhalb der Range, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir da mit einem Time Take Profit, so nennen wir es einfach mal, oder mit einer Zeitkomponente arbeiten. Sprich also, da nehmen wir dann den Trade ab 21:50 Uhr raus zum jeweiligen Kurs, wenn er nicht ausgestoppt worden wäre. Und daraus zeigt sich dann, dass eben tatsächlich das unterm Strich ein sehr profitables Ergebnis nach sich zieht. Ich kann noch mal schauen, ganz kurz übrigens. Ich habe ein Zeitfenster von, ich glaube, 9 Jahren oder irgendwie sowas. Da hatte ich mal einen Vortrag gehalten. Und einen Augenblick, ich gucke mal ganz kurz. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Strategie. Und jetzt gucke ich mal eben. Einen Moment, ich muss mal kurz gucken, ob das der richtige ist. Ich habe nämlich zwei Grafiken. Ich habe die nicht genau gekennzeichnet, ehrlich gesprochen. Die eine Grafik zeigt nämlich eine andere Aggregation, die auch profitabel ist, aber nichtsdestotrotz, die ich jetzt zeige, hat die glattere Kapitalkurve und das ist das, was ich gerade. Ja, da ist er. Das wäre dann zum Beispiel die Kapitalkurve für den S&P, ja, aus den Parametern, die ich gerade eben geschildert habe. Die zurückgeht bis ins Jahr 2010 bis 2017, glaube ich, ist diese Grafik hier abgebildet oder beziehungsweise bis dahin läuft der Test. Man kann das allerdings dann auch unabhängig von Aktienindizes zum Beispiel im Devisenbereich anwenden. Da gibt es auch Herangehensweisen, Euro-US-Dollar beispielsweise, Pfund-US-Dollar, Dollar-japanischer Yen, Euro-Yen, Pfund-Yen und dergleichen, wo man dann eben entsprechend hier sich Ranges anschauen kann, Zeitebenen variieren,
wie gesagt, kurzfristigen 15-Minuten-Ebenen bis rauf zur Stunde beispielsweise, die aber auch wieder mit einem Trendfilter arbeiten. Man lässt oder generell lässt sich das auch im Aktienbereich gut handeln, wobei natürlich gesagt werden muss, und das wird schon relativ offensichtlich, man sollte einen liquiden Markt haben, der das abbildet. Also wir reden jetzt hier nicht von Penny Stocks, sondern wenn man das dann auf Aktien zum Beispiel probiert anzuwenden, dann sollte man mit Titeln arbeiten, Microsoft, Google beispielsweise, ja, oder auch Amazon und dergleichen. Nicht wie gesagt mit irgendwelchen Penny Stocks aus dem Pink Sheet-Bereich oder dergleichen, das ist da nicht unbedingt angemessen. Dann fällt einem natürlich ein, wenn man von Liquidität spricht und Markttiefe, Marktbreite, auch zum Beispiel der Anleihebereich. Also das Interessante ist, mit ein bisschen Kreativität findet man hier relativ zügig eben seinen präferierten Markt und da lassen sich dann eben solche Handelsspannen formulieren. Und auch relativ zügig interessanterweise lässt sich so ein Ansatz automatisieren, was natürlich für einen Backtest beispielsweise sehr, sehr hilfreich ist eben tatsächlich. Wo dann die Möglichkeit besteht, einen relativ einfach duplizierbaren, nachhaltig profitablen über längeren Zeitraum und auf die eigenen Bedürfnisse anpassbaren Handelsansatz eben für sich zu formulieren. Ja, und das wäre es also in diesem Zusammenhang gewesen. Wie gesagt, was jetzt ein bisschen problematisch ist, deswegen haben wir uns jetzt auf die Theorie fokussiert, ist eben, dass die Range heute einfach mit 20 Punkten zu eng ist. Und das fügt sich relativ gut ein, auch in das Bild, was wir im DAX eben hier finden zum Beispiel. Wir sehen in Summe eigentlich eine Aufwärtsstruktur mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs, die sich seit geraumer Zeit eben hier wieder beginnt zu etablieren. Wir haben mit der Rückeroberung dort dieses Zwischenhochs dort in diesem Bereich in der vergangenen Woche, das war ungefähr der Bereich um 12.300 Punkte, haben wir diese übergeordnete Abwärtsstruktur. Guck mal ganz kurz, geht es noch ein bisschen weiter zurück, nicht auf die 4-Stunden-Ebene. So, haben wir diese kurzzeitige Struktur fallender Hochs und fallender Tiefs eben wieder brechen können und haben wieder die Jahreshochs ins Visier genommen, die allerdings dann auch nicht rausgenommen wurden konnten. Und wir sehen dann eben in diesem Zusammenhang jetzt eine Korrekturbewegung, die auf der Stunde ganz interessant ist, weil es ein ehemaliges Hoch, das ist ein potenzieller Long-Trigger, gegen den man sich auch Long-Engagements durchaus vorstellen kann. Nur die Unsicherheit vor dem Hintergrund der jüngeren oder der jetzt anstehenden Events ganz besonders und auch der Sorgen, die sich nach der Fed beginnen zu etablieren, vergangene Woche bereits mit der Zinsentscheidung. Vor einer Woche hatten wir eine Zinsentscheidung, die einem auf den ersten Blick unspektakulär ist, weil der Zins unverändert gehalten wurde. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Kommunikation darauf hindeutete oder hindeutet, dass es eben in der zweiten Hälfte realistisch ist, dass wir Zinssenkung zu sehen bekommen. Das ist insofern auch erwähnenswert, als dass der Markt, also sprich jetzt in diesem Zusammenhang, Fed Watch Tool von der Chicago Mercantile Exchange, dass diese Herangehensweise hier oder diese Grafiken, der Terminmarkt eben zeigt, dass der Markt derzeit bis Ende des Jahres mit mindestens 3 in der Mehrzahl, also tatsächlich 66%, vielleicht sogar 4 Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte rechnet. Und das ist so interessant, weil das Fed Statement beziehungsweise der sogenannte Dotplot, der da veröffentlicht worden ist, der im Grunde genommen aufzeigt, ich guck mal ganz kurz, habe ich dazu eine Grafik? Einen Moment, ich muss mal eben schauen, ob ich dazu eine Grafik finde. Ich habe diverse Grafiken vorbereitet, allerdings die jetzt nicht, weil die schon eine Woche alt. Und es wären auch ein bisschen viele Grafiken ehrlich gewesen. Einen Augenblick, ich gucke mal eben. Einen Moment, einen Moment. Also, auf jeden Fall, ich spreche schon mal weiter. Dann haben wir gleich noch die Grafik dazu. Der Fed-Dot-Plot, der zeigt, dass eben die Mehrzahl der stimmberechtigten Fed-Mitglieder auf dieser Zinssitzung jetzt letzte Woche oder während der Gespräche, dass diese tatsächlich eine Beibehaltung des Zinsniveaus gesehen haben, wobei die Entscheidung fast 50-50 war. Also das kann man hier sehen. Die May Dots zum Beispiel, das ist das aktuelle Zinsniveau, in dem wir uns befinden, zwischen 225 bis 250 Basispunkte. Da haben wir noch im Mai gesehen, dass die Mehrzahl eigentlich einen beibehaltenen Status quo sah, beziehungsweise dann tatsächlich sogar ein Drittel der stimmberechtigten Fed-Mitglieder, über den Daumen gepeilt, Zinsanhebung gesehen hat. Und das hat sich jetzt komplett verändert. Da sieht man nämlich, dass eben in diesem Zusammenhang hier vom derzeitigen Niveau tatsächlich dort die Mehrzahl, wenn man diese einzelnen Punkte eben zusammenrechnet, sieht, dass der Zins beibehalten wird, gleichgehalten wird, während eben dann
hier die zweite Hälfte oder leicht weniger als die Hälfte der stimmberechtigten FIT-Mitglieder eben eine Zinssenkung beziehungsweise in dem Fall sogar zwei Zinsschritte auf der Unterseite sieht. Interessant ist das denn dahingehend, weil der FED-Dot-Plot hier nicht zusammenfällt mit dem, was das FED-Watch-Tool sieht. Das ist das, was der Terminmarkt spielt. Und wenn wir da auf den Monat Dezember gehen, dann sehen wir, dass der Terminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von hier aktuell. Ich bin jetzt gerade echt, ich bin echt gerade überrascht. Ich musste mich gucken, weil dieser Balken, der war letzte Woche noch nicht da, beziehungsweise in den letzten Tagen. Also das ist das aktuelle Zinsniveau. Das ist schon gar nicht mehr hier drauf. Das ist eine Zinssenkung, das ist eine zweite Zinssenkung. Hier sind drei und hier sehen wir schon bereits, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 66% drei Zinssenkungen mindestens gesehen wird, beziehungsweise sogar 25% der hier befragten, abgebildeten Marktteilnehmer vier Zinsschritte eben tatsächlich sieht. Und da sieht man, dass der Markt aktuell wesentlich dovischer sich präsentiert als die FED selbst, was eben ja vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass die FED sich so ein bisschen Spielraum behalten möchte, mit Ausblick auch auf eben den G20-Gipfel und eine mögliche Eskalation, die wir hier zwischen den USA und China eben tatsächlich zu sehen bekommen. So, darauf werden wir dann jetzt gleich eingehen. Ich sehe jetzt gerade, da kommen schon Fragen rein. Ich frage mal, guck mal ganz kurz. Okay, also hier schreibt der Philipp, schreibt, er hat sich das automatisiert und schreibt auch, dass das seit 3 Monaten im Einsatz ist. Das ist sehr, super interessant und vor allem, was mich in dem Zusammenhang natürlich oder vorausgesetzt, das ist überhaupt die Motivation dahinter, das eben dann zur Verfügung zu stellen. Man könnte es aber auch im stillen Kämmerlein machen. Man muss das ja nicht offiziell oder offen machen. Man schickt oder ja, genau, man schickt mir doch einfach mal eine Mail mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt. Vielleicht auch so eine Idee, also was steckt dahinter mental, also wie fühlt man sich dabei, das umzusetzen und dergleichen. Das kann auch aus trading-psychologischer Perspektive, kann das relativ interessant sein. Da lassen sich sehr, sehr interessante Rückschlüsse eben tatsächlich dann daraus ziehen. Und dann schreibt der Patrick etwas zu einem Ansatz, also der Ansatz, der ist sehr ähnlich zu einem anderen Ansatz. Mir ist so, als wenn ich das schon mal irgendwo gehört hätte. Bin mir allerdings nicht so ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht verwechsel. Wenn ich mich aber nicht irre, dann ist dieser Ansatz hier, ohne jetzt den Namen zu nennen, ist glaube ich, ein Martingale-Ansatz, glaube ich, der versucht in irgendeiner Form hier bei Ausbrüchen dann auf, also potenziellen Fehlausbrüchen, eine erste Position aufzubauen und sollte sich das als Fehlausbruch herausstellen, versucht die Position dann bei einer Umkehr und dann erfolgt im Ausbruch auf der Unterseite eben versucht das dann irgendwie zu pyramidisieren oder mit einer größeren Position zu handeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der Ansatz, den ich hier beschildert habe, okay, ja, ich glaube, gut, dann kommt's hin. Dann kommt's, glaube ich, hin. Ich lese mich gerade alles mal drei. Genau. Dieser Ansatz, aber den ich hier fahre, der arbeitet nur in eine Richtung. Also das heißt, dieser Aufbau dann eines Martingales, diese Martingale-Komponente ist da nicht enthalten. Es gibt aber jemanden bei uns in der Community auf dem Guidance Desk, ist es dann der Martin, der mit diesem Ansatz hier aktuell experimentiert, beziehungsweise einige auch ganz ansehnliche Resultate herbeigeführt hat. Also wenn da Interesse besteht zum Austausch, Martin findet sich auf jeden Fall dort in dem Guidance-Chat als Ansprechpartner in dem Bereich. So, okay. FED-Dot-Plot. Den können wir zumachen. Dann beginnen wir jetzt mal mit den Kommentaren von gestern. Zu den Grafiken kommen wir dann gleich. So, gestern ist was ganz Interessantes passiert. Wir gehen jetzt mal kurz auf den July. Also das Interessante ist an diesem FED Watch Tool. Ich will das mal ganz kurz in die Chatbox stellen. Das ist nämlich ein ziemlich, Moment. Also FED Watch Tool. Oh, Verzeihung, ist natürlich jetzt dämlich. Aber Moment, ich muss jetzt mal kurz den Link einstellen. Ich habe jetzt ein FED Watch Tool reingeschrieben. Also da kommt jetzt nach dem FED Watch Tool. Hallo? Funktioniert das nicht? Eigentlich sollte es, oder? Ah, okay, perfekt. Also, so, da ist der erste Link und da nennen wir das Ganze mal Guidance Chat. Und da stelle ich auch gleich einen hinter. Einen Augenblick. So,
Das ist die Chatbox, in der wir uns dann immer austauschen. Und kommen wir mal zu dem Fat Watch Tool. Also, das ist ein super interessantes Tool. Es arbeitet mit Daten vom Terminmarkt, ausgehend von Volatilitätskomponenten beispielsweise, beziehungsweise vom Terminmarkt hinsichtlich der Zinsniveaus und dergleichen. Und extrahiert dann aus diesen Optionskomponenten, also sie schauen sich den Optionsmarkt an der Stelle beispielsweise an und extrahieren davon oder daraus aus der Positionierung die Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Marktteilnehmer, die dort aktiv sind am Terminmarkt, eben ein bestimmtes Zinsniveau in der Zukunft eben erwarten. Und dadurch bekommt man eine relativ gute Einschätzung, ist ein Fed-Event wie letzte Woche zum Beispiel potenzielles Action-Event oder eben tatsächlich nicht. Und das gilt übrigens dann auch im Zusammenhang mit beispielsweise diversen Wirtschaftsindikatoren, die veröffentlicht werden, Non-Farm Payrolls zum Beispiel oder entsprechend wie gestern James Bullard, das ist der Fed-Chef der St. Louis Fed, der dann zum Beispiel hier den Markt in Anführungsstrichen auf dem falschen Fuß erwischt. So nenne ich es jetzt mal. Also im erweiterten Sinne. Fed Bullard, also Bullard ist dafür bekannt, eigentlich eine sogenannte geldpolitische Taube zu sein. Das ist jemand, der eher einen expansiven geldpolitischen Kurs favorisiert oder anders formuliert Zinssenkung, Quantitative Easing zum Beispiel, ein Befürworter dessen einfach ist. Und Bullard hat gestern Abend gesagt, dass er hier aktuell ausgehend von den diversen Wirtschaftsindikatoren, die veröffentlicht worden sind, keine wirkliche Grundlage für einen sogenannten 50 Basis Point Rate Cut sieht. Also das bedeutet eine Zinssenkung um 0,5% auf der nächsten Sitzung im Juli. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed hier den Zins senkt, beträgt aktuell 100% seitens des Marktes. Der Markt geht 100% davon aus, dass die Fed nächsten Monat den Zins senken wird. Es geht eigentlich nur um die Höhe eben tatsächlich. Das erkennt man daran, dass da oben die sogenannte Current Target Rate gezeigt wird und normalerweise sieht man die auch hier aufgelistet, dann auf der rechten Seite oder auf der linken, je nachdem, ob es eine Zinssenkung oder eine Zinsanhebung. Und die fällt hier komplett raus. Also das heißt, etwas anders formuliert, man erwartet mindestens diese Zinssenkung um 25 Basispunkte, also von 225, 250 auf 200 bis 225 oder eben auch darunter. Aber man erwartet nicht, dass der Zins beibehalten wird. Und daraus ergibt sich dann eine Wahrscheinlichkeit von 100%, die seitens des Marktes gesehen wird, dass die Fed eben an der Zinsschraube nächsten Monat drehen wird. So, das, was interessant ist, und deswegen hat Bullard gestern für einiges an, ich nenne es jetzt mal Aufruhr gesorgt oder zumindest mal so ein bisschen Aufsehen. Das hat damit zu tun, das findet man jetzt leider hier nicht mehr, aber wenn man dort auf diesen unteren Kasten schaut, da war gestern die Möglichkeit natürlich die Wahrscheinlichkeit zu sehen, dass es zu solch einem 50 Basispunkte Rate Cut kommt im Juli. Und diese Zahl hier, die lag dort bei etwa 40%. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Gestern lag die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Zins um 0,5% auf der nächsten Sitzung im Juli, also Ende Juli ist es dann, das ist dann der 31. Juli, dass die den um 0,5% senkt, lag die bei etwa 40%, also fast eine 50-50 Chance, ja, ein bisschen weniger. Und diese ist jetzt deutlicher zurückgegangen. Denn Bullard hat das im Grunde genommen eigentlich negiert mit seinen Aussagen gestern. Er hat gesagt, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Er erwähnte auch etwas, was man dann als sogenannten Insurance Cut bezeichnet. Also das heißt, die Fed, eigentlich, wenn man sich Wirtschaftszahlen anschaut, ja, es gibt diverse Faktoren, die da Skepsis nach sich ziehen. Also wenn man beispielsweise mal sich anschaut hier gestern, da kamen Zahlen zum Verbrauchervertrauen zum Beispiel, sind jetzt kein Game Changer in irgendeiner Form, aber sie sind auf jeden Fall mal beachtenswert. Denn hier hat man gesehen, dass der gestrige Drop, den wir zu sehen bekommen haben, das kann man hier sehen, der stärkste auf Monatssicht eben tatsächlich Rückgang auf Monatssicht im Verbrauchervertrauen war, seit in dem Moment hier, dem vierten Quartal 2018. Und dann zuvor hat man auch gesehen, solch einen scharfen Rückgang, den hat man nicht allzu häufig in der Vergangenheit gesehen, tatsächlich nur viermal, steht hier in dem Tweet darunter. Das ist ein Tweet von einem Reuters-Journalisten. Und das ist eben so, das ist im Oktober 2008 gewesen, im Februar 2009, dann eben nochmal im Februar 2010 und im August 2011. In Summe ist das ein Indiz dafür, dass die US-Wirtschaft doch
wirklich an Momentum zu verlieren scheint. Und wir haben in dem Zusammenhang noch irgendwo eine leise Hoffnung, dass es doch eine Lösung in diesem Handelskonflikt zwischen den USA und China eben gibt. Wenn wir noch ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir auch zum Beispiel eine ähnliche Tendenz. Dann sind wir allerdings von den USA weg und bereits in Deutschland hier mit den Zahlen zum IFO, die bereits am Montag veröffentlicht worden sind, aus Deutschland, wo sich ebenfalls ein abkühlendes Wirtschaftsmomentum eben darstellt. Und da sieht man eben auch die Sorge, die sich hier breit machen dürfte, vor dem Hintergrund eben der Tatsache, dass der EZB so ein bisschen vielleicht auch die Feuerkraft ausgeht. Also langsam gibt es kaum noch Möglichkeiten, geldpolitisch expansiver sich zu präsentieren. Und sollten die Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China, sollten die scheitern, dann besteht auch eine ernsthafte Möglichkeit, dass es hier ähnliche Spannungen zwischen den USA und Europa eben tatsächlich gibt und ganz besonders dem europäischen Automobilsektor. In dem Zusammenhang gehe man jetzt auch mal eine Woche zurück. Letzte Woche in Sintra, Portugal, einen Tag vor der FED-Entscheidung, hat Mario Draghi eine recht aggressive Attacke auf den Euro gestartet, die er dazu beigetragen hat, eben die Spekulation einer Zinssenkung. Und jetzt stellt man sich die Frage, Zinssenken, wir sind doch bei 0% angekommen, also Zinssenkung in den negativen Bereich auf minus 0,1%. Diese Wahrscheinlichkeit, die ist für September letzte Woche von etwa 40%, wie sie vom Markt und von den Swap-Märkten gespielt wurde, in der vergangenen Woche auf fast 90% angestiegen. Und die Attacke Draghis ist darauf zurückzuführen gewesen, meiner Meinung nach, dass Draghi wusste, dass die Fed am darauffolgenden Tag, Mittwoch, eben sich sehr expansiv zeigt und der Versuch Draghis ist hier ganz klar der Tatsache geschuldet, dass man eben versucht hat, den Euro schon schwach zu reden, in Erwartung, dass der Wechselkurs Euro-US-Dollar anziehen wird auf einen schwachen US-Dollar. Und das ist perfekt eigentlich dann auch genau so eingetreten, wenn man sich den Kursverlauf im Euro-US-Dollar eben anschaut. Wir sehen ja in der Zwischenzeit, das war letzte Woche Donnerstag dort, ja, das war am 18. letzte Woche. Wir haben kurzzeitig mal und nochmal unter das 1,12er-Level geschaut und seitdem sind wir im Grunde genommen steil angezogen. Der US-Dollar massiv abgewertet und in der Zwischenzeit sind wir sogar auf über 1,14 gelaufen und es ist auch weiteres Aufwärtspotenzial im Euro gegeben, welches uns bis 1,15 führt. Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Handelskonflikts und auch der wirtschaftlichen konjunkturellen Schwäche Deutschlands oder die sich abzeichnet, diese potenzielle Rezession am Horizont, ist natürlich jetzt einiges in die Wege geleitet und einiges an Motivation auch gegeben, den Euro nach Möglichkeit abzuwerten. Aber wir springen, wir kommen zurück zur Fed. Und wie gesagt, James Bullard hat gestern genau diesen Kommentar gebracht, diesen Insurance Cut, der dann erstmal dazu geführt hat, wir können auch nochmal kurz in den Chart gehen, zum Beispiel, dass es auch in Gold eine Korrekturbewegung gab, die sich vielleicht jetzt auch schon beginnt, so ein bisschen hier abzuzeichnen, nachdem wir ja fast parabolisch gestiegen sind nach dem Überwinden dieses Widerstandsbereichs. Ich markiere das mal ein bisschen anders. Das ist jetzt hier, ich habe die Linie zwar nach links nicht verlängert, aber mach die vielleicht mal violett, mach die mal ein bisschen dicker. Das ist eine Mehrjahreswiderstandslinie um 1360, 1365 US-Dollar pro Finance. Jahreshoch aus 2016, 2017, 2018, 2014 glaube ich auch. Das war eine sehr, sehr starke Widerstandsregion, die da überwunden worden ist. Und infolge derer auch stärkere Aufwärtsdynamik hat erwartet werden können. Das Einzige, was eigentlich gefehlt hat, war genau so ein Trigger-Event, wie es die Fed letzte Woche geliefert hat. Dieser infolgedessen jetzt parabolische Kursanstieg. Ich hatte das schon in den letzten Tagen auch im Morning Meeting diverse Mal gesagt. Man sollte sich vorsehen, in diesen jetzt bereits mit Volldampf fahrenden Zug eben nochmal aufzuspringen oder jetzt darauf zu spekulieren, dass es eben einfach nur straight weiter aufwärts geht. Es ist zunächst einmal eher eine Korrektur abzuwarten. Dann kommt natürlich gleich die Überlegung, die ist auch folgerichtig, möchte ich schon fast sagen, aber so ein Kursanstieg, naja, dann kann man doch um eine Korrektur spekulieren. Vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, aus fundamentaler Perspektive, denke ich, dass eine Korrekturbewegung, wenn sie überhaupt stattfindet und ausgeprägter stattfindet, dass das ein grundsätzlich sehr, sehr choppiges Unterfangen wird. Also sprich, dass solch eine Korrekturbewegung eher sich sehr, sehr ja, choppy eben darstellt, so Sägezahnmuster ähnlich. Also kurzer Rücksetzer, dann wieder ein scharfer Push nach oben, wieder scharfer Rücksetzer. Und das hat sich gestern auch bereits gezeigt auf die Kommentare von Bullard. Ich will es mal kurz hier zeigen. Das ist jetzt ein 15-Minuten-Chart. Da kam es dann, wie gesagt, gestern in den Abend hinein zu dieser schärferen Abwärtsbewegung. Denn diese Bewegung ist natürlich auch getragen worden von dem Ausblick auf eine sehr, sehr expansiv sich präsentierende Fed dann im Juli. Und dann kommt es aber innerhalb kürzester Zeit wieder zu einer scharfen Gegenbewegung,
wo wir dann erst einige Stunden jetzt hier voranschreiten sehen und müssen, bis der Markt dann eben tatsächlich sich in den Bereich bis 1400 Punkte abwärts bewegt. Nur um jetzt wahrscheinlich, so sieht es jedenfalls aus, vielleicht nochmal wieder eine schärfere Gegenbewegung eben einzuleiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Bewegung, die wir jetzt in Gold hier gesehen haben, man sehe sich ein wenig vor vielleicht. Ich würde mal sagen, auch mit Ausblick jetzt auf die kommende Woche, mit Aussicht auch auf schon das Wochenende mit dem G20-Gipfel, ist eventuell mit einem volatilen Handel und auch einer Konsolidierung auf hohem Niveau zwar zu rechnen, aber alles in allem sollte man zunächst einmal vielleicht sowohl von der Long- als auch der Short-Seite so ein bisschen Abstand gewinnen und zunächst einmal warten, bis sich die Situation nach diesem recht scharfen Anstieg beruhigt hat. Das Optimalszenario wäre, dass wir zurücklaufen in Richtung dieser Ausbruchregion. Vor dem Hintergrund der fundamentalen Lage ist das allerdings nicht besonders wahrscheinlich. Eher gehe ich davon aus, dass wir auf hohem Niveau konsolidieren, vielleicht im Bereich vielleicht leicht unter 1400 US-Dollar pro Feinunze. Aber in Summe ist es auf jeden Fall so, dass wir weitere Aufschläge für Gold in den kommenden Monaten erwarten sollten. Und warum das so ist, das ist relativ einfach, weil sich dramatische Anzeichen für eine Rezession in den USA verdichten. Und in dem Zusammenhang seien jetzt mal auf diverse Grafiken verwiesen. Ich möchte allerdings, bevor es hier zu Missverständnissen kommt, zunächst einmal auf Twitter auf den Herrn verweisen, von dem ich diese Gedanken entnommen habe, beziehungsweise dessen Artikel und dessen Grafiken ich jetzt gleich zeigen werde. Also das ist northmantrader.com. Das ist im US-amerikanischen, englischsprachigen Bereich ein sehr, 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 sehr bekannter Analyst, Trader, ja, offensichtlich hier in UK ansässig. Und da bin ich heute früh übrigens, wie gesagt, auf einen Artikel gestoßen, beziehungsweise über diverse Grafiken, die das ganze Bild mal ein bisschen einordnen. Also ich meine, dieser Verweis kontinuierlich auf eben diese sich eintrübende Situation am Zinsmarkt, Invertierung der Zinsstrukturkurve, sich abzeichnende Sorgen hinsichtlich einer Rezession und so weiter, das ist zwar immer schön und gut, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass man das noch ein bisschen auch deutlicher unterstreichen kann, in was für einem unglaublich fragilen Umfeld wir sind und was auch vielleicht in der Lage ist zu erklären, warum Donald Trump, also wer es ein bisschen verfolgt auf Twitter, der wird sich schon so ein bisschen verwundert die Augen reiben. Also, dass der einen etwas anderen, ich nenne ihn jetzt mal Präsidentschaftsstil pflegt, das haben wir, glaube ich, mittlerweile schon mitbekommen. Aber die Art und Weise, wie er mittlerweile anfängt, um sich zu schlagen und wie so ein trotziges Baby auf dem Rücken liegend um sich meint, treten zu müssen, und das ist das, was aus den Tweets hervorgeht. Das ist schon, also ich finde es schon wirklich erschreckend, ehrlich gesagt. Und das muss in irgendeiner Form, muss das ja Grund haben. Denn eigentlich ist es unnötig, ja? Wenn man sich mal die Situation anschaut. US-amerikanische Aktienmärkte sind im Bereich ihrer Allzeithochs. Es gibt keinen Grund. Gestern hat er einen Tweet abgesetzt, wonach er sich dafür selber gedankt hat. Ungelogen. Wahrscheinlich, weil er sich in irgendeiner Form, hier der Blick auf den Dow Jones, einfach weil er sich in der medialen Berichterstattung nicht gelobt genug fühlt, beispielsweise. Ich weiß es nicht. Das ist schon eine Tendenz. Auch dieses Hinwirken, dieses aggressive auf die Fed versuchen einzuwirken hinsichtlich einer Zinssenkung, mit dem Ziel natürlich, die Aktienmärkte auf hohem Niveau zu stabilisieren. Es wird relativ offensichtlich, dass das eigentlich ein Ziel verfolgt, nämlich die Aktienmärkte weiter auf diesem Niveau zu stabilisieren, zumindest mal bis hinein in den Wahlkampf und möglichst auch über die Wahl 2020, US-Präsidentschaftswahl 2020 hinaus. Denn dann besteht für ihn natürlich eine Möglichkeit, sollte das gelingen, eben neu gewählt zu werden. Und aktuell findet sich Trump im erweiterten Sinne in einem Wettrennen wieder. Ja, ob er sich all dieser Grafiken bewusst ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen, denn das passt relativ gut dann nämlich zu dieser Haltung, die man dort eben seinerseits eben vernehmen kann. So, gehen wir jetzt mal ganz kurz auf die Grafiken. Wir sehen aktuell zum Beispiel das hier. Das sind jetzt erstmal nur zwei Linien, aber die haben es ziemlich in sich tatsächlich. Diese zwei Linien, die zeigen im Endeffekt eine Divergenz, die sich eben zeigt zwischen dem S&P in Rot und in Blau, dem sogenannten Bankindex. Also das bedeutet etwas anders formuliert, zurückgehend bis ins Jahr 2018. Wir sehen einen S&P, der sich verhältnismäßig stark präsentiert, auch jetzt in jüngerer Zeit wieder stark präsentiert, nach dem schwächsten Mai
performance-technisch seit 1900, der zweitschwächsten Eiweiß, glaube ich, seit den 1960er Jahren, hat es jetzt innerhalb von noch nicht mal 3 Wochen zu neuen Allzeithochs gereicht. Bereits am 4. Juni kam Fed Chairman Powell mit einer Haltung, die ja, ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht hat, eben eine geldpolitische Lockerung in Aussicht gestellt hat, Zinssenkungen in näherer Zukunft die Tür geöffnet hat. Und es hat dann dazu geführt, dass eben infolgedessen hier es nahezu wieder zu einem, ja, parabolisch war es nicht, aber sehr starken Kursanstieg führte, der uns eben auf neue Allzeithochs dann in der vergangenen Woche geführt hat. Auch getriggert dann übrigens bereits am, es war nicht bereits am Freitag, sondern am Freitag durch Kommentare vom US-Vizepräsidenten Pence, der nämlich hier eine mögliche Lösung mit den Chinesen in Bezug auf den Handelskonflikt auf dem G20-Gipfel in Aussicht stellte. Haben wir auch schon diverse Male in der jüngeren Vergangenheit über das erste Quartal eigentlich gesehen, wo wir dann diese gesamten Abschläge haben innerhalb dann diverser Monate aus dem vierten Quartal 2018 wieder aufholen können. Sei es wie es ist, Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass dieser Anstieg nicht gespielt wird eben vom sogenannten Bankindex, der eben US-amerikanische Banken eben hier abbildet. So, das ist erstmal dahingehend interessant. Da kommen wir jetzt zu einer anderen Grafik von einem Twitter-Kanal Sentiment Trader, der offensichtlich sich Positionierung hier und Sentiments eben widmet. Es ist so, und da kommen wir zu den 15%, die ich zu Beginn meinte, des heutigen Webinars. Within days of the S&P hitting a new high, the following all collapse to a relative low. Also der fängt im Grunde genommen genau das Gleiche ein, was hier auch diese Grafik gerade eingefangen hat, nämlich den S&P, der neues Allzeithochs markiert hat, während eben Small Caps, Transports und Banks, also das heißt der Russell, für kleine Unternehmen, kleinkapitalisierte Unternehmen, für den Transportsektor und der Bankensektor sind alle auf neue relative Tiefs eben gefallen. Und das ist eben tatsächlich in den letzten 40 Jahren nur zweimal geschehen. Deswegen die statistische Signifikanz ist da so ein bisschen in Frage zu stellen. Aber es hat beides Mal zu einem 15% Drop im S&P innerhalb der nächsten 2 Monate geführt. Also alleine deswegen sollte man sich das auf jeden Fall schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und jetzt geht es nämlich weiter. Und jetzt kommt das große Bild bei der ganzen Geschichte. Also das ist die aktuelle Situation 2019. Das gab es schon zweimal. Und wir orientieren uns ja immer sehr, sehr gerne daran, an den Entwicklungen dann einmal zur Finanzkrise 2007, 2008, beziehungsweise an den Entwicklungen, als die Dotcom-Bubble in 1999, 2000 eben tatsächlich geplatzt ist. 2007 hat sich dieses Bild so dargestellt. Wieder in Blau sieht man den Banking-Index, während man in Rot den S&P sieht. Und hier das gleiche Spiel, das war 1999, 2000, in Blau Banksektor, in Rot den S&P. Damals hat es da nicht für neue Allzeithochs eben tatsächlich gereicht. Aber in Summe sieht man auf jeden Fall eine Schere, die offensichtlich verhältnismäßig dramatisch eben tatsächlich aufgeht. Und zumindest mal kurzfristig in der Lage ist, eine Korrektur, und dann kommt hier eben diese Komponente, eine Korrekturbewegung von 15% eben zu triggern. Sei es begünstigt durch eine sich nicht abzeichnende Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, sei es auch beispielsweise durch eine eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran beispielsweise, sei es durch irgendwelche Attacken, die Trump eben tatsächlich gegenüber Europa fährt, den europäischen Automobilsektor beispielsweise, den hatte er, nicht den europäischen Automobilsektor, aber Mario Draghi, nach seinen Kommentaren in Sintra aufs am Korn genommen. Wir können gleich ein bisschen zur Aufmunterung, ein bisschen um humoristische Einlagen zu sehen, gerne mal den Präsidenten der USA und seinen Twitter-Feed eben tatsächlich nochmal untersuchen oder ein bisschen betrachten. Da sind einige lustige Sachen, ja, die man so sieht. Also eigentlich sind sie nicht lustig, sondern eigentlich schockierend. Aber nichtsdestotrotz in Bezug beispielsweise auf Mario Draghi und den DAX hat er da letzte Woche Dienstag sich eingeschossen gehabt. Ja, das ist durchaus mal lohnenswert zu lesen und auch für Trader tatsächlich nicht zu unterschätzen. Auch diese kontinuierlichen Belobhudelungen seinerseits, dass der Aktienmarkt sich auf hohen Niveaus befindet. Es heißt für mich etwas anders formuliert und da kommen wir jetzt aufs Trading, was das für uns bedeutet. Es bedeutet, dass das Abwärtspotenzial aktuell wirklich beschränkt scheint, denn der US-Präsident hat einiges an Motivation offensichtlich, den Aktienmarkt auf hohem Niveau zu stabilisieren. Das heißt, er wird sich eventuell sogar ein bisschen hüten, irgendwelche potenziell bärischen News über den Ether zu schicken, die eine schärfere Abwärtsbewegung initiieren.
Beziehungsweise, sobald es mal Anzeichen für eine ausgeprägte Korrekturbewegung gibt, werden sofort irgendwelche Interventionen, seien sie rhetorischer Natur oder seien sie irgendwelcher Druck, der vielleicht auf Fed offiziell ausgeübt wird, um einen Kommentar zu machen, der mehr Liquidität in Aussicht stellt oder sonst dergleichen, werden eventuell dann auf den Weg gebracht, die zügig dazu beitragen werden oder dazu beitragen sollen, so will ich es mal formulieren. Ob es dann gelingt, das ist eine andere Frage, aber irgendwie zu versuchen, den Aktienmarkt eben tatsächlich zu stabilisieren. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also das heißt, anders formuliert, für Handelsansätze, die wir eben traden. Man sollte, besonders wenn wir uns auf der Short-Seite systembedingt wiederfinden, eventuell mit aggressiveren Stops bei Erreichen potenzieller Unterstützungsregionen, die man eben dann in übergeordneten Zeitebenen beispielsweise ausmachen kann oder dergleichen, sollte man eventuell aggressiver mit seinem Stop agieren, aggressiver den Stop nachziehen, trailen, beziehungsweise eventuell mit Take-Profit-Leveln arbeiten, weil in Anführungsstrichen nahezu jederzeit damit gerechnet werden sollte, dass eben tatsächlich eine aggressive rhetorische Intervention auf den Weg gebracht wird, die den US-amerikanischen Aktienmarkt stabilisieren soll und folglich natürlich überschwappen würde, auch auf den europäischen oder auf den dann deutschen Aktienindex, auf den DAX eben tatsächlich. So, okay, also wir haben jetzt hier diese Divergenz thematisiert. Okay, das ist natürlich jetzt schon mal etwas, das sollte auf jeden Fall zur Vorsicht mahnen. Es ist eine erste, es ist eine erst, das erste Indiz dafür. Also die Tatsache, dass der Bankensektor, um das jetzt mal fundamental einzuordnen, dass der Bankensektor auf diese Rallye, auf neue Allzeithochs im S&P nicht mehr in der Lage ist zu reagieren oder beziehungsweise es nicht dazu führt, dass Investoren bei Banktiteln zugreifen. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, weil sie nicht davon ausgehen, dass Banken jetzt vor allem auch vor dem Hintergrund eher wieder erneut sinkender Zinsen, um auf eine mögliche Rezession sich vorzubereiten, dass Banken davon profitieren können aus der klassischen Zinsperspektive oder auch, dass generell Kredite nachgefragt werden von Unternehmen, zum Beispiel bei Banken, mittels welcher dann auch Banken in der Lage sind, auch Geld zu verdienen. Ja, denn in einer Rezession wird ein Unternehmen eher seine Bemühungen reduzieren, also folglich weniger Kapital von Banken nachfragen und erst eine Beruhigung beziehungsweise einen sich aufhellenden konjunkturellen einen wirtschaftlichen Ausblick eben abwarten und dann wieder investieren. Das ist mal in der klassischen volkswirtschaftlichen Theorie gesprochen. So, und das ist potenziell der Grund dafür, weswegen sich der Bankenindex hier in den USA so deutlich zurückhaltend präsentiert auf diese doch recht aggressiv positive Performance, die wir im US-amerikanischen Aktienbereich sehen. Diese Sorgen hinsichtlich der Rezession, die zeigen sich auch an anderen Stellen. Und zwar beispielsweise hier. Diese Grafik, die fängt dann nämlich Folgendes ein. Wir sind jetzt im Bereich 10 Jahre, 3 Monats Zinskurve und einer potenziellen Inversion, die sich hier abzeichnet. Es bedeutet etwas anders formuliert, dass wir derzeit auf 3 Monate nahezu genauso viel Zins erhalten wir auf 3 Monatspapiere. Und der Grund dafür, warum wir eben hier diesen scharfen Drop zu sehen bekommen, ist eben, dass kurzfristig sich man seitens der Marktteilnehmer sicherlich skeptisch bezüglich der Fed'schen Zinspolitik eben präsentiert und dass wir hier in diesem Zusammenhang eher eine Zinssenkung sehen. Aber auch längerfristig, also 3 Monatspapiere kurzfristig, dass man die Fed expansiv erwartet, aber dass man eben auch längerfristig ein sehr skeptisches Bild für die US-Wirtschaft zeichnet. Das spiegelt sich eben dann dahingehend wieder, dass man eben davon ausgeht, dass sich ein geldpolitisch lockerer Kurs abzeichnet, infolge einer sich abkühlenden Wirtschaft, die eben längerfristig die Zinsen unter Druck hält. Das sind also dann die 10-Jahreszinsen, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet als Gold. Bullish. Dieser Ausbruch in Gold und dieser scharfe Push auf der Oberseite ist eben der Tatsache geschuldet, dass Gold in einem solchen Umfeld, in dem schwache oder unter Druck bleibende Zinsen, niedrige Zinsen längerfristig erwartet werden, als zinsloses Investment verhältnismäßig gut performt. So, das ist offensichtlich, da sehen wir es aktuell, das ist offensichtlich in der Vergangenheit 2001, 2002, 2001 aufgetreten. Da gab es eben hier eine Korrekturbewegung, die relativ stark ausgeprägt ist und ist nochmal aufgetreten in der Form. Und das sind die Gefilde, die wir derzeit vorschreiten, 2007, 2008. Das ist natürlich jetzt in diesem Zusammenhang, naja, das ist wie soll ich sagen, das ist eine
Auch ganz interessante Betrachtung, wo man jetzt sagen wird, naja gut, in Ordnung, haben wir jetzt aber schon gehabt, also Invertierung der Zinsstrukturkurve und dergleichen. Da war gerade ein Wort, was ich verwandt habe zu Beginn, und zwar Insurance Cut, auf James Bullard zurückblickend gestern. Und was versteht man unter Insurance Cut? Da kommt dann hier diese Betrachtung zum Tragen, die das gleiche eigentlich abzeichnet wie gerade die 10 Jahre 3 Monats Perspektive, nur diesmal sind es 10 Jahre 2 Jahre. Also die klassische 2-10-Zinsstrukturkurve, die bei der Invertierung eben hauptsächlich für eine sich abzeichnende Rezession genannt wird. Und das Interessante in dieser Konstellation ist, dass wir gestern einen kurzen Push hier nach oben gesehen haben. Dort. Also das heißt etwas anders formuliert, was der jetzt macht, das muss man dazu mal kurz erwähnen. Also der kombiniert im Endeffekt einmal dieses global makroökonomische, längerfristige Bild und setzt dann eine technische Analyse drüber. Und deswegen gefällt mir das relativ gut. Das ist auch eine Thematik, die ich zum Beispiel schon damals in meinem ersten Buch Forex Trading thematisiert hatte, nämlich, dass ich nicht so ein großer Freund davon bin, einfach nur eine Betrachtungsweise zu nehmen und die als den in Anführungsstrichen heiligen Gral zu betrachten, sondern ein Zusammenspiel diverser Hilfsmittel für einen Handelsansatz eben in Betracht ziehe, eben tatsächlich. Besonders, wenn man sich ein bisschen längerfristig plant zu positionieren. Und diese Betrachtung, die wir jetzt übrigens hier machen, der eine oder andere wird jetzt sagen, na cool, ich dachte eigentlich, es ist ein Live-Trading der Markteröffnung und dergleichen und Day-Trading. Es ist eben auch dem Markt aktuell geschuldet, dass wir genau diese Möglichkeit derzeit hier nicht haben. Ja, wenn man sich mal anschaut, wir gehen mal kurz auf die 5-Minuten-Betrachtung im DAX nochmal. Jetzt haben wir einen kurzen Stint auf der Unterseite gesehen. Da sehen wir, allerdings ist der nicht wirklich nachhaltig und wir laufen tatsächlich zurück in die Range. Wir sind jetzt bei einer Gesamthandelsspanne für den Tag von derzeit 27 Punkten und wir haben 9:45 Uhr. Also anders formuliert, wir sind weit davon entfernt, hier wirklich einen volatilen Handel zu sehen. Das heißt also, aus der Perspektive gibt es schon mal nicht viel. Und ich mache so eine längerfristigen Betrachtung auch deswegen gerne, weil sie, wie gesagt, einmal natürlich die Möglichkeit bieten, den Bias relativ gut zu fühlen, der gerade im Markt ist, worauf man sich vorbereiten sollte, wo man Auge drauf werfen sollte und dann, wie man auch kurzfristige Handelsansätze zum Beispiel optimieren kann, mit dem Ziel, die Kapitalkurve zu glätten, den Erwartungswert zu optimieren, dass man zum Beispiel im derzeitigen Umfeld nicht unbedingt darauf spekuliert, dass es scharfe Bewegungen auf der Unterseite gibt, eben durch zum Beispiel die Haltung von Donald Trump und durch diese diversen Merkmale, die sich dort bezüglich der Skepsis der US-Wirtschaft längerfristig abzeichnen. Aber ich gehe auch zum Beispiel davon aus, dass vielleicht hier, vielleicht aber auch dann in der Aufzeichnung später, dass es einige gibt, die sich längerfristig auch Aktien ins Portfolio gelegt haben, die andere Strategien waren als Intraday-Trading-Strategien, wo das nur, ich sag mal, eine Beimischung ist, vielleicht ins Portfolio, dass es hier den einen oder anderen gibt, der zum Beispiel Unternehmensaktien hält, ja, und oder Beteiligung, Unternehmensaktien, na klar. Nee, also das heißt, Beteiligung einfach hält. Also das heißt, Mitarbeiteraktien zum Beispiel im Portfolio, wo nicht das Ziel liegt, infolge einer sich abzeichnenden Sorge an den Finanzmärkten, infolge eines Crashs zum Beispiel, diese Beteiligung oder diese Mitarbeiteraktien zu verkaufen und später günstiger zurückzukaufen, sondern vielleicht diese bestehenden Positionen mit Hilfe von Optionen, ja, dann entsprechend abzusichern, also Put-Optionen zum Beispiel, die auch ein bisschen längerfristig laufen. Und das Portfolio einfach gegen diese Schwankungen abzusichern, gleichzeitig aber diese Mitarbeiterbeteiligung eben zu behalten und weiter diese Dividendenstrategien, die man vielleicht fährt oder sonst dergleichen, eben fahren zu können. Also das ist dann so der Grund dahinter, weswegen ich das zum Thema mache. Kommen wir also zurück zu dieser Entwicklung jetzt hier, zu den 2-10-Jahres-Zinsentwicklungen. Und nun ja, was passiert denn jetzt aktuell? Wir sehen besonders auch auf diese Entwicklung jetzt gestern zum Beispiel, wir sehen einen kurzen Spike in den Zinsen. Also es heißt anders formuliert, wir haben zwar eine Invertierung der Zinsstrukturkurve, die sich hier zeigt, aber es ist dennoch so, dass wir kurzzeitig den Zins noch ein bisschen stabilisieren sehen. Und kurzzeitig eben hier zum Beispiel dann auch durch solche Haltung von Bullard und dem unwahrscheinlicher Machen einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im Juli, dass kurzfristige Zinsen eben einen kurzen Push auf der Unterseite sehen, während eben 10-Jahres-Zinsen zum Beispiel stabiler bleiben. Das führt dann dazu, dass eben diese Grafik hier da oben, dass es einen kurzen Push nach oben gibt. Und genau dieser kurze Push nach oben, der ist dann im Endeffekt so eine Art Luft für die Fed, um eine Zinssenkung auf den Weg zu bringen, um dann hier dem Markt zu signalisieren, wir sind auf jeden Fall da. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen und wir versuchen eben in diesem Zusammenhang
gesetzt dem Fall sich abzeichnender stärkerer Volatilität am Markt eben zu intervenieren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, und das können wir dann tatsächlich abkürzen, es bringt nichts. Ja, es ist nur ein Hinauszögern des Unausweichlichen, was Trump nach Möglichkeit natürlich auf sehr, sehr lange Frist ausweiten möchte. Nur hat seine politische, ich nenne sie jetzt mal Holzfäller-Taktik, so muss man sie fast schon nennen, der jüngeren Vergangenheit mit dem Aufkündigen des Deals mit dem Iran beispielsweise, der jetzt infolgedessen auf keine geopolitischen Spannungen wieder im mittleren bzw. Nahen Osten, der Tatsache, einen Handelskonflikt mit den Chinesen vom Zaun zu brechen, sei jetzt gerechtfertigt oder sei nicht gerechtfertigt. Da gibt es ja durchaus Für und Wider. Und ich denke, man tut gut daran, sich auch beide Seiten anzuhören. Und man kann sicherlich auch diese, ich nenne sie jetzt mal abwehrende Haltung der USA in gewisser Form nachvollziehen. Das ist vielleicht auch eine Reaktion eines Hegemons, der vielleicht seine globale Vormachtstellung gefährdet sieht durch das Aufstreben eben dann zum Beispiel der Chinesen über die letzten Jahre und das starke Wirtschaftswachstum und auch die Aggressivität, mit der China sein Wachstum und seinen Aufbau einer globalen Machtstellung eben vorangetrieben hat. Und die Reaktion infolgedessen ist nachvollziehbar, ja, und sicherlich sind das keine Heiligen in China eben tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass das, sollte die Situation eskalieren, dass das dazu beitragen kann, dass es zu einem scharfen Abkühlen des global wirtschaftlich sowieso schon bereits fragilen Wachstums der jüngeren Vergangenheit, seit der Finanzkrise, im Aufbau dieses Wirtschaftswachstums auf im Grunde genommen einer ultralockeren Geldpolitik, aber nicht wirklich auf fundamentalem Wachstum eben vorangetrieben worden ist, dass das eben dann früher oder später dazu führt, dass die Situation eskalieren wird. Die Frage, die sich für Trump stellt, und das ist eben dieses Rennen, das, was er jetzt gerade führt, ist, schafft er es, zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt werden, zum US-Präsidenten gewählt zu werden, bevor es zu einem Kollaps oder zu einem Platzen dieser Blase eben kommt. Und ich würde sagen, das wird ein sehr, sehr knappes Rennen. Aktuell denke ich, dass Trump dieses Rennen nicht wirklich gewinnen wird. Wir werden uns, der ein oder andere wird sich vielleicht infolgedessen vielleicht freuen und sagen, cool, dann sind wir den endlich los. Auf der Kehrseite ist allerdings der Preis, den wir dafür zu zahlen haben, ein Zeitfenster, in welchem sich wirtschaftstechnisch oder wirtschaftswachstumstechnisch wir uns in ein ziemlich, ziemlich tristes Zeitalter eventuell begeben und wo sich dann zeigen wird, mit welchen Mitteln eben tatsächlich hier die globalen Notenbanken, allen voran die Fed, aber auch die EZB, die uns dann ganz wesentlich mit beeinflusst, welchen Mitteln die sich bedienen werden, um sich hier diesem abkühlenden Wirtschaftsausblick eben entgegenzustellen. Und wenn man sich die diversen politischen Interventionen, ganz besonders auch hierzulande generell in Europa, diese auch Bevormundung, diese sich abzeichnende Planwirtschaft, diese teilweise sozialistischen Tendenzen, die man sehen kann, beobachtet, dann ist nachvollziehbar, dass der ein oder andere eventuell so ein bisschen skeptisch ist, ja, oder beziehungsweise so ein bisschen Sorge eventuell hat. Und wie gesagt, das ist eben das große fundamentale Bild, glaube ich, was derzeit eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Und wir wollen in dem Zusammenhang final noch einen Blick werfen hier. Diese Grafik, die erweitert das ganze Spiel nämlich noch, um hier die Arbeitslosenquote, beziehungsweise, ja doch, Arbeitslosenquote und wie sie sich entwickelt hat. Und wir können bereits hier ein deutliches Anziehen dort eben deutlicher ausmachen. Das ist das Zinsdifferenzial zwischen 5-Jahre- und 30-jährigen US-Papieren. Und da kann man eben schon bereits erkennen, dieses Anziehen resultiert natürlich durch eben den Kollaps im 5-jährigen Bereich, nicht durch das starke Anziehen der Zinsen auf 30 Jahre, was eben dann auch kurzfristig deutliche Tendenzen einer sich abzeichnenden Rezession widerspiegelt, was in der Vergangenheit häufiger im Bereich signifikanter Hochs stattgefunden hat. Das war 99, 2000, das war 2007, 2008. Da sind wir jetzt. Und wo wir eben in diesem Zusammenhang auf jeden Fall, ich sag's mal, auf der Hut sein sollten, beziehungsweise wo sich vielleicht derzeit bereits beginnen, so ein bisschen Gedanken zu manifestieren. Und dazu gehen wir mal kurz auf eine Webseite, MarketWatch, wo man überlegen sollte, vielleicht längerfristige Put-Optionen mit diesen sein bestehendes Portfolio abzusichern.
Nicht zu unterschätzen übrigens, ganz interessant. How a potential case of stock market FOMO could trigger a melt-up. Ich werde dazu gleich einen Artikel einstellen, das passt perfekt. Das habe ich jetzt nicht geplant, das wusste ich nicht. Aber FOMO steht auch für Fear of Missing Out. Ich habe dazu letzte Woche am Freitag einen Blogartikel, rein Trading basiert, nicht fundamental oder sonst dergleichen, eben geschrieben, sondern wie dieses psychologische Phänomen eben Auswirkungen auf die Gesamtperformance und Profitabilität im Trading haben kann. Das ist eine interessante Headline, weil auch das ist eine Option. Nach all dem, was ich jetzt an Skepsis geschrieben habe, das ist das übergeordnete Bild und man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Man sollte sich vielleicht beginnen, für längerfristige Engagements in Aktien bessere Kurse zu suchen, sage ich mal, als die aktuellen. Ich glaube, dass die derzeitigen Niveaus noch nicht besonders attraktiv sind und man hier allerdings vielleicht den Umstand nutzen sollte, bei Optionen zu verhältnismäßig attraktiven Niveaus zuzuschlagen. Also wer sich jetzt plant, sein Portfolio abzusichern, bekommt noch verhältnismäßig attraktive Kurse in Bezug auf die derzeitigen Volatilitätsstände. Gab es bestimmt sicherlich auch schon mal günstiger, aber derzeit sind wir hier noch in einem Bereich, der meinen Augen jedenfalls moderat sich darstellt. Besonders wenn man sich eben zum Beispiel hier diese Range anguckt der letzten 52 Wochen, da sind wir aktuell in einem Bereich in der unteren Hälfte. Das mit dem FOMO und dann diesem Fear of Missing Out ist natürlich eine Gefahr dahingehend, dass vielleicht nochmal, besonders wenn der Markt vielleicht dann dieses sehr sorgsame Szenario, was ich skizziert habe, nicht sofort eben abzeichnet, dass der Markt oder einige Marktteilnehmer vielleicht beginnen, nochmal aggressiv bei Aktien nachzukaufen und infolgedessen hier nach oben es zu einer ähnlich parabolischen Kursentwicklung kommen könnte, wie sie auch zum Beispiel 1997 mal sich abgezeichnet hatte oder beziehungsweise als diese regelrechte Manie und diese Gier dann in 2000, 99, 2000 zu der Dotcom-Bubble sich abgezeichnet hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was berücksichtigt werden sollte und was dann tatsächlich nochmal eine scharfe Aufwärtsbewegung eben initiiert, die allerdings auf einem sehr fragilen Fundament aufbaut, die fundamental schwer zu rechtfertigen ist vor dem Hintergrund der gerade skizzierten Umstände und die nur für kurzfristig orientierte Trader wahrscheinlich interessant sein dürften. So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier auf meine Webseite jk-trading.com und dann hier auf den Blogartikel. Jetzt nicht wundern. Die Seite ist gerade im erweiterten Sinne under construction. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass hier ein etwas breiterer grauer Balken eben sich aktuell darstellt. Da sollte normalerweise eigentlich ein Registrierungstab rein, mit dem ich aber aktuell noch ein bisschen am Experimentieren bin. Und bevor da jetzt jemand sich anmeldet und dann die E-Mail ins Leere läuft, habe ich erstmal diesen hier rausgenommen. Ja, und hier die Überschrift, bist du ein FOMO-Trader? Das ist wie gesagt von letzter Woche Freitag, einmal die Woche, jeden Freitag, so gegen 10 bis 13 Uhr in diesem Intervall, je nachdem, wie ich zeitlich dazu komme, gibt es hier einen Blogartikel, der sich eben einer trading-relevanten Thematik widmet. Und das war der von vergangener Woche. Basierend auf einer Mail, die ich erhalten habe, von jemandem, der mir schilderte, dass er sich irgendwie nicht gut dabei fühlt, mehrere Märkte zu betrachten und dann just in einem Markt, der eigentlich sein favorisierter Markt ist, ein Handelssignal verpasst, ob das normal ist. Und das geht zurück auf eben dieses Konzept FOMO eben tatsächlich. Also nur wer sich damit mal ein bisschen detaillierter auseinandersetzen will, wer diese Angst, etwas zu verpassen, bei sich ausmacht, der ist eventuell hier in diesem Artikel genau richtig, findet sich da in irgendeiner Form wieder und da werden auch Strategien vorgestellt, wie man das in den Griff bekommen kann. So, jetzt gehe ich nochmal kurz. Ja, das ist allerdings alles rein spekulativ. Und Werner schreibt gerade, vielleicht bricht die Unterstützung der US-Aktienmärkte schnell zusammen, sobald der Donald Trump sich intensiv mit einem anderen Thema beschäftigen muss. Wer weiß, ob er nicht deshalb den Angriff auf den Iran gestoppt hat. Da gibt es ja auch andere Überlegungen, die ja durchaus eine Möglichkeit darstellen. Zum Beispiel hat sich ja auch der russische Präsident Putin verhältnismäßig deutlich, sagen wir es mal, geäußert und darauf hingewiesen, dass es ein eventuell großer Fehler wäre, sich militärisch mit dem Iran auseinanderzusetzen. Also zumindestens, ich habe das nur so peripher mitbekommen eben tatsächlich. Und da gab es dann den einen oder anderen, der eben in der Tat auch darauf verwies, dass es ja durchaus auch
Ideen gibt, wonach eventuell Donald Trump so fast schon eine Art Marionette von Wladimir Putin eben sein könnte. Und er da vielleicht, also Wladimir Putin, kurzfristig mal einen so einen Faden, mit dem er Trump im Grunde genommen durch die Weltpolitik dirigiert, dass er den mal kurz verloren hat und dass dieser Faden den Iran eben betraf und infolgedessen Putin sich da mal kurz deutlicher zu Wort hat melden müssen. Ist natürlich alles rein spekulativ und alles überhaupt nicht irgendwie belegbar, aber in Summe natürlich etwas, was sich seit im Grunde genommen seit der Wahl 2016 eben hält, dieses Gerücht oder dieser Gedanke, dieses Gefühl, was man in diesem Zusammenhang hat. Jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, ich habe alle Informationen tatsächlich untergebracht. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar dafür, dass ich heute früh über diesen Artikel gestolpert bin und hoffe, dass diese präsidierten Gedanken auch tatsächlich in sich stimmig sind. Sicherlich kontrovers diskutiert werden können, auf jeden Fall. Aber solange es irgendwie dazu beiträgt, sich Gedanken zu machen über das übergeordnete Bild, und eventuell auch dazu beizutragen, vielleicht dann mal in Betracht zu ziehen, über Absicherungen bestehender, längerfristig ausgelegter Portfolios nachzudenken, glaube ich, ist das immer eine relativ gute Idee. Am Final können wir, wie gesagt, hier nochmal kurz den Blick auf den DAX eben werfen, der sich ja in Summe jetzt alles andere als optimal weiter darstellt. Sind wir bei einer Handelsspanne von derzeit 30 Punkten. Das wird übrigens über diesen sogenannten Daily Range Indikator hier recht gut wiedergespiegelt. Also bedeutet etwas anders formuliert, der zeigt im Grunde genommen die Handelsspanne über eine vorher eingestellte Periode eben tatsächlich, spiegelt das eben tatsächlich wieder. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Vortageshandelsspanne, die lag bei 110 Punkten. Und was der im Grunde genommen jetzt im Endeffekt macht, ist, dass er ausgehend von der derzeitigen Handelsspanne eben den Weg nach oben beziehungsweise den Weg nach unten eben dann widerspiegelt. Ja, ausgehend von einem vorher festgefertigten Chance-Risiko-Verhältnis, was man einblicken kann. Ist allerdings in Anführungsstrichen nur eine kleine Spielerei. Also ich nutze die primär dafür, um einfach einen Überblick zu bekommen, wo sind wir volatilitätstechnisch aktuell und wie viel Potenzial sollte ich eben hier jetzt aus der rein mathematisch-statistischen Perspektive noch erwarten, was allerdings dann nur eine Zusatzinformation zu meinem übergeordneten Bild, was ich mir ausgehend von der Stunde eben zeichne, was ich dann gerade auch, glaube ich, recht deutlich dargestellt hatte, nochmal hinzuziehe. Und wenn man das Gesamtbild eben betrachtet, denke ich nicht, dass wir so viel Volatilitätspotenzial mit Ausblick auf den G20-Gipfel eben am Wochenende tatsächlich haben dürften. Ja. Nelson. Viel Inhalt heute. Sehr schön. Wirklich interessant. Kann man sich natürlich alles nochmal in der Aufzeichnung anschauen und alles nacharbeiten. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken. Einmal für das Webinar heute, selbstverständlich, aber auch für die Webinarreihe, die wir zusammen machen durften. Vielleicht können wir in Zukunft nochmal das Ganze angehen. Würde mich sehr freuen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Teilnehmern heute fürs Live dabei sein. Und fürs Mitmachen hier im Chat. Ja, wünschen wir immer noch einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Jens, selbstverständlich hast du heute natürlich das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, was bleibt mir zu sagen? Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und genießt die Hitze. Wir haben heute in Berlin 36 Grad, angeblich. Also ich glaube, es werden eher mehr. Stellt euch auf jeden Fall ein Kübel Wasser neben Trading, falls es irgendwie zu heiß werden sollte. Ja, und das war's meinerseits. Also guten Tag, Happy Trading, auf Wiedersehen und ciao.